Heute ist der Tag des Schönheitsfleckenclubs. Das kann ich genau fühlen. Heute ist der Tag, an dem wir unsere Schönheitsflecken bekommen werden beim Bowling. Juhu! Aha! Ich meine, yeah! Und ab heute nennen wir uns dann auch gar nicht mehr Schönheitsfleckenclub, sondern die drei Strikes. Beim Baseball gibt es aber auch einen Strike. Wie wär's dann mit die Pinzwillinge? Aber wir sind doch zu dritt. Okay, dann die Bowling-Ponys. Die Bowling-Ponys, das ist es. Perfekt. Gut, alle bereit? Also los, gehen wir bowlen. Auch wenn alle meine Bälle in die Rinne gingen. Ja, Äppelblums Ball blieb zumindest auf der Bahn. Ich glaube nicht, dass Mr. Kingpin mich noch mal spielen lässt. Hey, vielleicht kriege ich ja einen Zerstörerschönheitsfleck. Ach komm schon, Äppelblum. Ich weiß, was du brauchst, damit deine Apfelbäckchen wieder strahlen. Ein Kuchen aus dem Nascheckchen heitert dich auf. Aber garantiert ein schicker neuer Hut. Nein, der auch nicht. Komm schon, Äppelblum, es ist doch nur ein Schönheitsfleck. Nein, das Fehlen eines Schönheitsflecks. Oh, das hilft auch nicht. Äppelblum, wo gehst du hin? Äppelblum, komm zurück. Nanu, wer landet hier in meiner Nähe? Meine liebste Äppelblum, wie ich sehe. Oh. Sag, hast du dir etwa wehgetan? Ach, oh wei, ein abgebrochener Zahn. Komm mit mir, das kriegen wir schon hin. Du weißt doch, dass ich Sikora bin. Ich habe alles versucht, Sikora. Kein Schönheitsfleck in Sicht. Irgendwann bin ich so alt wie Granny Smith und hab immer noch keinen. Glaube mir, es ist nicht deine Schuld. Für manche Dinge braucht man eben Geduld. Ja, das höre ich von jedem Pony, das ich kenne. Muss ich das jetzt auch noch von jedem Zebra hören? Ich bin halt zu ungeduldig für Geduld. Ich will meinen Schönheitsfleck haben. Und zwar sofort! Auf den Schönheitsfleck musst du leider noch warten. Jetzt wollen wir mit der Arbeit an deinem Zähnchen starten. Nun trink geschwind jeden einzelnen Tropfen. Diese Mischung wird das Loch im Zahn dir stopfen. Ah.
Knochenbruch? Rückenschmerzen? Mundgeruch? Für jede Krankheit einen Saft, der den Ponys Erleichterung schafft. Und du hast nicht nur Säfte, die heilen, sondern auch viele andere Mittelchen. Für Gesundheit, schöne Haare, gütiger Himmel. Ich wette, du kannst ein Gebräu für jeden Zweck mischen. Meine Mixturen bringen mir großen Ruhm. Doch ich habe nicht, was du willst, Applebloom. Für einen Schönheitsfleck gibt es keine Flüssigkeit. Das Heilmittel für dein Begehr ist die Zeit. Na schön. Und was rührst du da in der Schüssel zusammen? Ein Hahn und seine Hühner haben bei mir ein Gebräu bestellt. Er kann morgens nicht krähen und braucht es, damit ihm das Aufstehen leichter fällt. Hey, diese Blumen gibt es auch in Ponyville. Wie heißen sie? Diese Blumen nennen sich Herzenswunsch. Der Hahn bekommt Energie durch diesen Punsch. Herzenswunsch macht seine Stimme am Morgen wieder schön. Und man hört laut sein Kikeriki ertönen. Meine Güte, krass. Herzenswunsch heißen sie, ja? Ja, aber bitte warte ein Weilchen. Ich kaufe noch neue Buschpfeilchen. Ich brauche diese Blume für meinen Saft, denn nur dann hat er die ganze Kraft. Ja klar, geh nur. Ich warte. Geh nur. Ich hab solchen Hunger. Ja, ich kann es auch kommen. Was ist das? Ja, ist das ein O? Kannst du gut buchstabieren? Oder ist es ein Ring und du bist vielleicht Juwelierin? Oder ein süßer Donut mit Puderzucker? Das ist köstlich. Nein, das ist ein Lupa-Hoop. Was genau? Ein Lupa-Hoop. Zumindest habe ich ihn immer so genannt. Applejack hat mir den Reifen aus einem alten Regenfass gemacht, als ich noch klein war. Und wer hätte gedacht, dass Lupa-Hoop meine besondere Fähigkeit sein wird? Wow, Appleblum, das ist fantastisch. Das ist dein besonderes Talent? Einen Reifen rundkreisen zu lassen? Ach nein. Noch habt ihr nicht alle Kunststücke gesehen. Meine kleinen Ponys, kommt zum Unterricht. Applebloom? Ja, Miss Chewily? Ich möchte dich freundlich bitten, mit deinem Lupa-Hoop in den Hof zu gehen und uns dort deine unglaublichen Lupa-Hoop-Kunststücke zu zeigen. Weiter so fleißig übt, werdet ihr halb so gut wie ich. Gut gemacht, Mädels. Lieb von dir, Applebloom. Ja, wir haben es echt nicht drauf. Nein, ihr müsst einfach nur mehr üben. Nicht allzu lange und ihr könnt auch sowas hier machen. Und hopp. Hopp und spring. Okay, na schön. Aber nur noch ein paar Tricks. Aber seid gewarnt, das ist nur für Fortgeschrittene. Nicht für Anfänger. Hast du verstanden, Tiara? Diesen Trick nenne ich den Hubschrauber. Noch ein Schönheitsfleck? Ha, der letzte Trick war wohl nur ein fauler Zauber. Die Schönheitsflecken sind gefälscht. Was? Nein, sind sie
Cheerilee, haben Sie jemals ein Pony mit zwei Schönheitsflecken gesehen? Nein, ehrlich gesagt noch nie. Aber vielleicht hat Applebloom zwei herausragende Talente. Ach ja? Dann zeig uns doch mal, ob du das kannst. Teller drehen? Zwei Schönheitsflecken? Zwei Begabungen? Oh, ja! Unsere Freundin ist das tollste Pony aller Zeiten! Okay, liebe Ponys, seid ihr bereit für eine Supershow? Herzlichen Glückwunsch, dass du nicht nur ein, sondern gleich zwei Schönheitsflecken bekommen hast. Wir sind mächtig stolz auf dich, nicht wahr, Big Macintosh? Yep. So etwas habe ich noch nie gesehen. Du etwa, Big Mac? Nö. Oh, wie du gehüpft und gehopst bist, dich gedreht hast und mit den Hufen gekickt. Das hat mich an früher erinnert, als ich noch ein junges Fohlen war. Oh. Ich glaube, ich habe einen Muskelkrampf. So ist's besser. Na, Applebloom, gehen wir zwei noch auf den Rodeoplatz? Was meinst du? Ehrlich gesagt, ich glaube, ich hau mich lieber ins Heu. Ich bin echt fertig. Wir sehen uns dann morgen früh. Nacht. Nacht. Oh Mann, die kleine Applebloom ist endlich erblüht. Nicht wahr, Big Mac? Yep. Was hat denn das zu bedeuten? Blumen? Was soll denn diese... Stepptanz? Drei Schönheitsflecken? Hilfe! Hilfe! Komm her, du! Au! Entschuldige, Applejack! Ich weiß nicht, wie ich damit aufhören kann! Also, ich weiß, wer dir helfen könnte. Schönheitsflecken? Drei Talente. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe gerade etwas über Pferdekrankheiten gelesen. Was war das noch? Zuckende Ponypest vielleicht? Ja, Spike, du weißt echt alles. Tja, das ist eben meine besondere Fähigkeit. Heuschnupfen, Durchfall, Schönheitspocken. Schönheitspocken? Schönheitspocken. Diese mysteriöse Ponypest hat während der Paleo-Epoche eine ganze Ponypopulation befallen. Sag das noch 10-mal hintereinander. Beliebige Schönheitsflecken erschienen an allen Körperteilen der Ponys und zwangen sie, die entsprechenden Talente vorzuführen. Genau wie bei mir. Ja, aber wie kann man das heilen? Wie geht man dagegen vor? Hier steht, es gibt noch kein Heilmittel. Was? Es gibt noch kein Heilmittel? Die Ursache der Pest wurde bisher nicht entdeckt und die Schönheitspocken verschwanden genauso plötzlich, wie sie gekommen waren. Oh nein! Sacre bleu! Plus de marque de beauté! Qu'est-ce que c'est? Je parle français? Meine Schwester spricht wirr und vornehm. Sie braucht Hilfe. Natürlich braucht sie Hilfe. Wir können nicht warten, bis die Pocken weggehen. Ein Pony muss uns eine Medizin brauen. Und zwar schnell. Tout de suite! Nein, kein Pony. Ein Zebra! Zecora! Komm schon, beeil dich! Schiss wie so ein Hut!
Nein, ist sie nicht. Sie hat eine äußerst seltene Krankheit, für die es noch kein Heilmittel gibt. Die Schönheitspocken. Schönheitspocken! Seit meinem letzten Besuch hier hatten Sie doch gar keine Angst mehr vor mir. Doch sind die Türen verschlossen, die Rollläden dicht. Dann gehe ich wieder nach Haus. Sie empfangen mich hier nicht. Sikora, Äppelblum hat die Schönheitspocken. Kannst du uns bitte ein Heilmittel mischen? Wie gut, dass du hier bist. Dein siebter Zebrasinn? Mein Zebrasinn hat mich nicht beseelt. Eine besondere Blume war's, die mir fehlt. Mein Vorrat an Blumen war leer und ich brauchte dringend noch mehr. Äppelblum war bei mir und ich glaubte es kaum. Die Blumen hatten verlassen den Raum. Äppelblum, hast du gesehen, ob sie irgendwo anders stehen? Ich habe hier etwas, das befreit sie von den Pocken. Diese Samen werden ihr die Wahrheit entlocken. Wozu noch warten? Gib sie ihr, schnell! Pflanz die Samen und nur nicht beeilen. Die Wahrheit soll sprießen und wird Äppelblum heilen. Wie bitte? Die Samen der Wahrheit werden sie kurieren. Doch können sie nur mit der Wahrheit florieren. Na, dann wollen wir mal. Okay, eingepflanzt. Also, welches Pony sagt jetzt die Wahrheit? Bitte, Ponys! Irgendein Pony! Ich habe behauptet, ich habe nur einen Kuchen gegessen, aber es waren in Wahrheit drei! Okay, sechs! Es waren sechs Kuchen! Herzenswunschblume würde mir helfen, das zu bekommen, was ich mir am meisten wünsche. Als Sikora ihre Hütte verließ, habe ich einen Spezialtrank angemischt und den Rest der Blume reingetan. Ich bin glücklich, einen blanken Hintern zu haben. Aber ich hätte nicht lügen dürfen. Es tut mir unheimlich leid. Ich wollte unbedingt einen Schönheitsfleck haben und habe alles andere vergessen. Entschuldige bitte, dass ich dir deine Blumen weggenommen habe, Sikora. Ich könnte es dir nicht verübeln, wenn du mich nie wiedersehen willst. Äppelblum, genug der Traurigkeit. Du bist willkommen in aller Freundlichkeit. Mit jedem Fehler lernst du Neues dazu. Am meisten wächst daran nur du. Äppelblum, möchtest du vielleicht Prinzessin Celestia schreiben, was du heute gelernt hast? Das wäre super, Twilight. Spike? Bereit. Liebe Prinzessin Celestia, auf seinen Herzenswunsch zu warten, kann wirklich hart sein. Man will die Wartezeit verkürzen, aber mit Unaufrichtigkeit funktioniert es nie, weil du dir deinen Wunsch so nicht verdienst. Das klappt nur, wenn du ehrlich mit dir selbst und anderen bist. Denn nach Ehrlichkeit sehnt sich jedes Herz. Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast offenbar gelernt, in Zukunft geduldiger zu sein. Yep, die guten Dinge kommen zu denen, die warten können. Ich finde, das war lange genug. Ehrlich gesagt war das viel zu lange. Was? Also, wie kriegen wir heute unsere Schönheitsflecken? Pass auf, ich habe nachgedacht. Für einen Pony, das noch nie einen Trank gemischt hat, ist dir das Zeug ganz schön gut gelungen.